Wie kann eine globale Organisation schrittweise auf SAP S/4HANA umsteigen? Welche Hürden und Hindernisse muss man in S/4HANA-Projekten überwinden? Welche Vorteile hat man durch S/4HANA im Unternehmen? Die Lohmann GmbH und Co. KG ist ein führender und global aufgestellter Hersteller hochtechnischer Klebelösungen für industrielle Anwendungen. Wie viele andere erfolgreiche Unternehmen auch, ist das Unternehmen über lange Jahre stark gewachsen, zum Teil anorganisch. Dadurch entstand eine heterogene und stark fragmentierte IT-Landschaft. Die Ausgangssituation bei Lohmann würden wir klassisch mittelständisch sehen. Wir sind über 160 Jahre am Markt, mittlerweile in 20 Unternehmensteilen unterwegs, haben dabei 15 Warenwirtschaftssysteme im Einsatz und damit einen dringenden Renovierungsbedarf. Im Wesentlichen hatten wir drei Aufgabenpakete zu bewältigen. Das Ablösen einer abstehenden Warenwirtschaft in einem neuen System, das Wiederherstellen und Verbessern der Steuerbarkeit des Unternehmens mit gemeinsamen Daten, Reporting-Werkzeugen unternehmensweit gespannt. Und der dritte wesentliche Aufgabenblock, die Digitalisierung, das heißt das Anbinden von Maschinenequipment, von Labortechnik an die Warenwirtschaft, sodass wir in der Lage sind, mit neuen Informationen bessere Dienste zu leisten. Die besonderen Herausforderungen bei diesem Projekt sehen wir darin, dass wir Funktionen sofort liefern müssten, die eigentlich erst mit einem gruppenweit eingeführten System ermöglicht werden. Also in der Tat hat man am Anfang Zweifel. Wir haben ein neues SAP S4-System, wir haben 15 Warenwirtschaftssysteme, die man im Zweifelsfall gar nicht mehr bedienen kann. Wir haben den Bedarf, möglichst schnell über alle Systeme hinweg ein Reporting zu machen, mit einer Technik, die nur bei großen Unternehmen verprobt ist. Damit ist für uns der klassische Systemarchitekt. Wir haben in dem Beratungshaus einen Partner gefunden, der sowohl in der Lage ist, die Technik zu verstehen, aber auch mit einem sehr interessanten Projektansatz einen anderen Weg zu gehen. Ja, also wir haben uns seit geraumer Zeit mit Implementierungsmodellen als Alternativen zum klassischen Template-Rollout-Projekt beschäftigt. Und wenn wir auf die speziellen Fragen von Lohmann, viele heterogene Systeme im Einsatz, kurzer Zeitrahmen, ROI, Fokus auf kurzfristigen Themen, Digitalisierung, Globalisierung, wie kann man damit umgehen? Also das besonders wertvoll haben wir empfunden, dass Gambit immer wieder versucht hat, für uns ein Optimum zu finden. Und hier haben wir nachhaltige Lösungen bekommen, die mittelstandsgerecht sind, das heißt also in Bezug auf Zeit und Geld tatsächlich für uns auch realisierbar waren. An der Zusammenarbeit mit Gambit haben wir geschätzt, dass wir wirklich in der Lage waren, Technologien aus großen Unternehmen und uns weiterhelfen können, für den Mittelstand gerecht aufzubereiten. Wir sind gestartet mit einer Aufnahme der strategischen und der operativen Anforderungen des Managements und des Business, haben die zunächst mal gegen die grundsätzliche Abbildbarkeit in SAP verprobt. Und als wir da einen Haken dran hatten, sind wir mit zwei Teilprojekten ins Rennen gegangen. Das erste war die Prozessharmonisierung. Das zweite war die Datenharmonisierung. Beides brauchten wir natürlich als Basis für unser Architekturmodell bei Lohmann. Die erste wesentliche Bewährungsprobe sehen wir ganz klar in dem Vertrauensgewinn zum Berater. Tatsächlich hatten wir ein tiefes Tal der Tränen mit den Best Practices, die wir im Vorfeld gesehen haben und sehr beeindruckend Beispiele genannt bekommen haben, was das System leistet. Die Ausbeute war leider nicht so groß, aber ich glaube, nachdem wir es geschafft haben, nach dem Best-of-Breed-Prinzip und hier auch wieder ganz stark durch Gambit angeleitet, uns wesentliche Sachen zum Beispiel im Solution Manager gebrauchsfähig zu machen, haben wir ein Prozessmodell gefunden, was alle verstanden haben und damit auch vom Team her den ersten großen Meilenstein hergestellt. Als fachlichen Knackpunkt haben wir definitiv die Frage gehabt, lassen sich wirklich 15 verschiedene Systeme nahtlos verbinden zu unserer Plattform. Die Fragestellung S4 und produzierendes Unternehmen ist sicherlich auch eine kontroverse Diskussion. Haben wir also wirklich alle Funktionen im System, die wir als Hersteller benötigen? Und schlussendlich das Thema Cloud Readiness. Wir möchten gerne in die Public Cloud einziehen, insbesondere für kleine Landesgesellschaften. Und damit mussten wir herausfinden, ob wir wirklich in der Lage sind, einen Verbund in der Cloud so herzustellen, dass wir also zukünftig Cloud, Public und Private kombiniert betreiben können. Sie können sich die Sensibilität vorstellen, wenn man in ein solches Projekt reingeht mit kurzem Zeitplan, mit neuen Architekturmodellen, dann braucht man die volle Unterstützung des Top-Managements, man braucht einen visionären CIO, der bereit ist, diese Wege auch mitzubeschreiten, und Sie dürfen sich keine Fehler erlauben. Das heißt also, Sie brauchen ein blitzsauberes Projektmanagement, ein blitzsauberes Projektreporting. Sie dürfen natürlich keine Meilensteine reißen. Wir haben von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, eine maximale Transparenz ins Projekt reinzubekommen, haben gegen diese Transparenz eben auch entsprechend gearbeitet und haben auch, Gott sei Dank, keinen der vorgesehenen Meilensteine gerissen, sodass wir von Anfang an, glaube ich, auch das nötige Vertrauen eben entsprechend gewinnen konnten. Also die entscheidende Phase im Projekt war definitiv der Abschluss der Fit-Gap-Analyse. Das heißt, das Prozessmodell, was wir vorher erarbeitet haben, wurde neben das System gelegt. Wir haben herausgefunden, dass alle Funktionen im Standard bedienbar sind und damit insbesondere der Cloud-Ansatz auch tragfähig bleibt. Darüber hinaus möchte ich natürlich auch nennen, dass wir
tatsächlich die 15 verschiedenen Systeme technisch angebunden haben und nachweisen konnten, dass die Verbindung über diese Datentechnik auch möglich ist. Uns ist so richtig der Stein vom Herzen gefallen, nachdem wir das System das erste Mal in der Hand haben konnten. Wir haben das System aufgesetzt, wir haben es getestet und haben festgestellt, dass wir mit diesem System tatsächlich nach UK gehen können, den Kollegen vorstellen und ein funktionierendes System haben. Also wie Sie sich vorstellen können, gibt es zwei Kernelemente, Prozesse und Daten. Als klar war, dass wir die Prozesse nahezu vollständig im SAP-Standard abbilden können und, ganz wichtig, dass wir alle Altsysteme an die Datendrehscheibe der Plattform anbinden können, ist uns, glaube ich, allen ein Stein vom Herzen gefallen und danach war es nur noch Fleißarbeit, die Sachen runterzuarbeiten. Aber ab dem Moment war klar, das Projekt wird laufen. Der größte Nutzen ist, dass wir in kürzester Zeit durch dieses System eine große Transparenz in unser Geschäft bekommen haben. Bei Lohmann wollen wir mit der S/4HANA-Lösung die betriebswirtschaftlichen Abläufe effizienter und effektiver gestalten, sodass wir über die gesamte Gruppe hinweg die Transparenz deutlich erhöhen und so unsere betriebswirtschaftlichen Entscheidungen fundierter und schneller treffen können. Das Coolste für die Endnutzer ist, dass sie jetzt keine Ausreden mehr haben. Die müssen jetzt liefern und können aber auch ihre Erfolge anhand valider Daten wirklich demonstrieren, nachvollziehen. Was am allercoolsten ist, ist, dass wir noch einen besseren Service für unsere Kunden dadurch bieten. Den größten Nutzen für meinen Bereich erwarte ich mir dadurch, dass ich ein harmonisiertes Rechnungswesen und Controlling danach zur Verfügung habe und mir viele Entscheidungen dann leichter fallen werden und ich sie schneller treffen kann, als das bisher der Fall war. Also wichtige Erkenntnisse von dem Projekt, dass das S4-System ein komplett neues Spielfeld ist. Wir haben neue Technologien, neue Schnittstellen, neue Datenstrukturen, kombiniert mit Cloud-Lösungen. Das zu durchdringen ist ganz wesentlich und hierfür wird ein Architekt benötigt, der diese Sachen auch wirklich beherrscht. Der zweite Punkt ist das Thema Stammdaten. Wir haben, obwohl wir sehr gut sensibilisiert waren auf Stammdaten, noch viel mehr Aufwand leisten müssen, um überhaupt eine gemeinschaftliche Struktur zu erstellen und sind jetzt mit der Plattform in der Lage, zumindest genügend Vorlauf für die Bearbeitung der Daten zu ermöglichen. Als dritten Punkt sehen wir das Thema Transformation Management. Wir haben schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt. Das heißt, die Mitarbeiter waren solch einer Einführung gegenüber sehr scheu. Wir haben aktiv Transformation Management mit Projektmarketing, aber auch methodisch betrieben. Und am Ende des Tages hat der erfolgreiche Go-Live in UK dazu geführt, dass mittlerweile in das Projekt ein Vertrauen reingesetzt wird und der nächste Kandidat die Hand gehoben hat für eine Einführung. Also ganz wichtig für uns, wir haben mit Lohmann erstmalig bewiesen, dass alternative Architekturmodelle zum klassischen Template-Rollout sehr wohl mittelstandstauglich sind und mit Lohmann natürlich auch den ersten Kunden ans Laufen gebracht. Wesentliche Erkenntnisse, die wir hier mitgenommen haben, waren Fokussierung auf ROI-Themen, Fokussierung auf Business-Themen, schnelle Implementierung mit kurzen Laufzeiten, all das ist möglich. Und mit diesem neuartigen Architekturmodell liefern wir Antworten auf die aus unserer Sicht wirklich drängenden Fragen, die an die IT heute gestellt werden. Globalisierung, Digitalisierung und Cloud-IT. Das Coolste, was wir im Projekt erlebt haben, ist, dass diese Symbiose aus Team und Technik aufgegangen ist. Wir haben sehr innovative Produkte geschaffen und benutzt und gleichzeitig eine Mannschaft aufgebaut, von der wir glauben, dass wir noch sehr viel gewinnbringende Aktivitäten im Unternehmen entdecken dürfen. Also ganz ehrlich, ich fand Lohmann war ein tolles Projekt, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle Hürden, die man in so einem Projekt nehmen muss, die haben wir genommen. Und wenn sich die Statements sowohl von unseren Leuten als auch von den Lohmann-Leuten zum Ende dieser ersten Phase angesehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein grandioses, tolles Projekt. Ich würde es immer wieder machen. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf die Phase 2.